Alles muss man hier selber machen. Hallo, das Pock. Ah, hi. Hi ST. Wo bist du eigentlich? Unser Talk fängt quasi gerade an. Wie, du hast verpeilt? Das war doch schon beim letzten Mal so irgendwie, als wir irgendwie den CFP verpeilt haben. Jetzt haben wir doch den Slot extra hier im Open Infrastructure gekriegt. Ja, mach mal voran, dass du hier gleich ankommst. Ich kann ja schon mal ein bisschen anfangen hier. Okay, tschüss. Ja, dann müssen wir ein bisschen warten noch auf den ST. Ich fange aber jetzt einfach schon mal an. Ja, dann nochmal offiziell herzlich willkommen hier auf der Open Infrastructure Orbit Bühne. Da laufen noch ein paar Leute durchs Bild, aber ist überhaupt kein Problem. Wir fangen jetzt einfach schon mal an. Der ST kommt bestimmt hoffentlich gleich noch dazu. Und zwar ist das Thema POC und wie es begann. Wir wollen einen kleinen Überblick bringen, wie das alles so entstanden ist. Und dazu reisen wir mal ganz, ganz schnell zurück ins Jahr 2001 auf das Hackers at Large in Holland. Da haben wir überlegt, dass der Martin und ich, die das POC gegründet haben initial, dass wir zu diesem Event fahren. Und wir hatten noch so eine Telefonanlage zu Hause rumstehen und haben gedacht, naja, die können wir einfach mal mitnehmen und dann nehmen wir ein paar Telefone mit und stellen die in unser Zelt rein. Dann kann man vielleicht im Zelt intern ein bisschen telefonieren. Und so ein paar Decktelefone haben wir auch noch, das nehmen wir einfach mal mit und gucken mal, was wir damit machen können. Das 2001, ne, da sah das alles noch so ein bisschen größer aus und ein bisschen, wir hatten Röhrenmonitore und solche Dinge. Und da hinten stehen irgendwie so CD-Rohlinge rum, da weiß man so ein bisschen, wie lang das her ist. Genau, auf dem ersten Event hatten wir 7 Telefone insgesamt, davon 5 in unserem Zelt. Wir hatten 10 Decktelefone und ja, das war ein riesengroßer Spaß. Das nächste, ich gehe auch jetzt nicht alle durch, ich mache jetzt immer nur so ein bisschen die Highlights und die Stationen, an denen sich das POC irgendwie großartig verändert hat. Das erste richtige Event, wo wir dann dahin gefahren sind, um Telefon zu machen, war 2003 auf dem Camp. Wir hatten ca. 150 Decktelefone, 18 Festtelefone, davon 4 außerhalb unseres Zeltes. Also auch wieder jede Menge eigene Telefone. Dann den Rest für draußen war sowas wie Kasse hatte ein Telefon oder irgendein Infodesk hatte ein Telefon. Das war es dann eigentlich auch schon. Wie gesagt, 150 Teilnehmer hatten Telefone mitgebracht. Im gleichen Jahr haben wir dann zum ersten Mal den Kongress in Berlin gemacht, im BCC. Und jetzt sieht man hier die Telefonanlage. Das ist so ein Flight Case gewesen mit alles losen einzelnen Kabeln. Man musste auf dem Event alles passend zusammenstecken. Und von dem Telefonverteiler, den man oben links in dem Bild sieht, haben wir dann alles einzelne Drähte ins Haus geschaltet. Das war ein Riesenaufwand mit allen möglichen Fummelei und ständig fielen irgendwelche Kabel auseinander. Und da haben wir uns gesagt, so kann das nicht weitergehen. Wir müssen da irgendwie was ändern. Wir müssen das professioneller machen. Und wir haben dann für das Easter Hack in Hamburg 2004 diese vielleicht einigen bekannte POC-Case-Telefonanlage gebaut und haben da eine oben einen Server eingebaut, ein bisschen Netzwerk. Die Telefonanlage sieht man in der Mitte, die ist hier so, ist so schön angemalt bzw. angeleuchtet. Und ganz unten drin war Notstrom mit Batterien, 48 Volt Bleigel-Akkus, was das ganze Case ungefähr 250 Kilo schwer gemacht hat. Und jedes Mal doch ein ganz schöner Aufwand war, aber anders ging es halt damals nicht. Wir haben dann noch so ein bisschen Special Hardware gebaut, damit man ein Telefon an die Stellen bekommt, wo irgendwie keine Netzwerkverkabelung oder sowas ist. Haben wir uns so Kabeltrommeln gemacht, wo man 10 Telefone drüber schalten kann. Und über diese Zentronics-Buchse geht es dann weiter an die nächste Kabeltrommel, wenn man das möchte.
Genau, 2004, da hatten wir deutlich größer, 521 Nebenstellen, davon 503 Decktelefone. Aber was da dann das Problem war, wir mussten diese 250 Kilo Telefonanlage, da oben rechts im Hintergrund sieht man das, diese ganz schmale Betontreppe hochbekommen, um in den Technikraum zu kommen. Man konnte da wirklich nur mit zwei Leuten oben und unten gehen. Das war jedes Mal ein Akt, diese Anlage da hochzuhieven. 2007 dann das Camp in Finowfurt. Da hatten wir 1053 Nebenstellen mittlerweile, also deutlich größer geworden. 928 Telefone davon waren Decktelefone und ungefähr so 4 Kilometer Kabel auf dem Feld, was wir verteilt haben. Und jetzt machen wir einen etwas größeren Sprung auf den Kongress in Hamburg, der erste 2012, der 29 C3. Da waren wir bereits bei 1600 Nebenstellen, wobei 736 Nebenstellen deckt waren. Es wurde also immer größer. Und das letzte Jahr in Hamburg hatten wir dann so viel Andrang, dass wir das Problem hatten, dass die Leute sich Schlange gestanden haben bei uns auf dem Flur. Man konnte überhaupt nicht mehr ordentlich durch. Die Wartezeiten für ein Telefon anzumelden waren im Bereich von Stunden. Und haben wir gesagt, das kann so nicht weitergehen. Und wir haben uns für den Kongress in Leipzig dann hier, für den ersten Kongress letztes Jahr, ausgedacht, dass wir das irgendwie entschärfen wollten. Also haben wir so ein Ticketsystem gemacht, wo jeder so einen Voucher ziehen kann mit einem QR-Code drauf. Und dann wird einem die Wartezeit angezeigt, die aktuell ist. Man sieht, welches Ticket gerade aufgerufen werden kann. Und man braucht dann nicht so lange in der Schlange zu stehen. Das war so der Plan. Geplant waren 24 Minuten Wartezeit. So sah die Wirklichkeit aus. Wir hatten dann 67 Stunden Wartezeit zu irgendeinem Zeitpunkt, weil halt immer mehr Leute reinstürmten, immer weiter Tickets drückten und unsere Statistik sagte, ja, das dauert jetzt so lange und es hat tatsächlich auch teilweise so lange gedauert. Und da haben wir uns wieder gedacht, so kann das nicht weitergehen und mussten wieder irgendwas verändern. Und dann haben wir uns im Januar zusammengefunden diesen Jahres und haben gesagt, wir machen das alles komplett neu, wir schmeißen alles weg, was wir haben, weil die aktuelle Anlage funktioniert leider so nicht mehr. Also haben wir uns einen Plan gemacht und gesagt, wir machen jetzt nur noch IP. Wir stellen jetzt alles auf IP um und dann wird alles besser. Hat man uns auch so, das haben diese Werbebroschüren, haben das alle gesagt. Dafür haben wir ein bisschen neue Hardware gebaut. Dieses große, schwere Case musste leider weichen. Dafür wurde so ein etwas kleineres Case gemacht. Hier unten mit so ein bisschen Server drin, USV, ein paar neue Telefone, ein paar Antennen, die neu waren. Und dann musste natürlich auch jede Menge neuer Code programmiert werden. Da haben wir uns dem Monkey Island-Prinzip bedient. Benutze POC-Mitarbeiter mit Chunk. Und dann kam da toller neuer Code hinten raus. Da gibt es nachher auch noch so ein paar neue Infos zu. Und ja, wir haben die Telefonanlage als solches komplett neu gemacht. Haben da. Ach, ST! Da bist du ja. Ich habe Das. gerade ein Mikro gefunden, Oh. was jetzt hier funktioniert. Ja, dann würde ich sagen, kannst du eigentlich weitermachen jetzt, ne? Ja, vielen Dank. Die Folien habe ich ST, hier. meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ja, die Folien habe ich natürlich hier per Cloud direkt in die Präsentation noch reingesynkt. Das hat auch total super funktioniert. So, ganz von Anfang, nachdem jetzt Opa ein bisschen vom Krieg erzählt hat, würde ich erzählen, was wir Neues gemacht haben. Und zuallererst, um wirklich auch alle abzuholen an dieser Stelle, würde ich mal ganz kurz sagen, was ist eigentlich DECT überhaupt? Weil die Frage kriegen wir tatsächlich immer noch häufiger mal gestellt. Und ja, also es ist eine Abkürzung für Digital Enhanced Cordless Telecommunications, also drahtlose Telefonie. Und das ist quasi ein Standard und der ist weltweit verbreitet. Viele Leute von euch kennen vielleicht auch noch das Zeichen GAP dahinter, was im Prinzip sozusagen eine Teilmenge dessen ist. Ich mache hier so ein bisschen ploppe etwas. Und die besagt, dass wenn man diesen GAP-Standard einhält, dass die Telefone eigentlich miteinander interagieren müssen, herstellerübergreifend. Das gilt nur für Telefonie, nicht für Komfortfunktionen wie zum Beispiel Telefonbuch oder Rufnummernanzeige, ja, oder die Anmeldung, die aber leider ziemlich wichtig ist. Genau, also so viel dazu. Ihr kennt vielleicht oder viele von euch kennen diese Telefone von zu Hause. Warum deckt? Wo ist eigentlich der Klicker? Hier. Warum deckt ist sozusagen auch eine Frage, die wir häufig hören. Würde ich auch nochmal alle abholen, auch wenn es vielleicht für euch hier im Raum
total naheliegend ist. Mobilfunk, ihr seht das, das ist ein Screenshot von 2008 auf der rechten, 18 von, auf der rechten Seite, kein Netz. In Gebäuden ist es schwierig und bei großen Veranstaltungen ist es auch schwierig, dass leider die Mobilfunkanbieter oder Mobilfunkprovider das immer noch nicht hinkriegen, wenn mal 10.000 oder 20.000 Leute auf einem Ort sind, dass das ordentlich skaliert. Und Funk ist auch so ein Problem, die Kanäle sind begrenzt nur verfügbar und wenn einer spricht, hören das alle. So eine wirkliche Ende-zu-Ende-Kommunikation geht nicht. Also gab es auch diesen Bedarf, der sich mit der Zeit entwickelt hat, auf den Veranstaltungen, sowohl für den Aufbau, für den Abbau, Engelkoordination, das CERT natürlich und die Security-Leute, alle benutzen DECT und inzwischen ist es so, dass diese drahtlose DECT-Kommunikation eigentlich so der Standard ist auf diesen Chaos-Veranstaltungen, um sich zu finden, um sich zu treffen, um miteinander zu sprechen. Und natürlich hat das auch den Spieltrieb der Hacker total getriggert und es gibt irgendwie Unmengen an an zusätzlichen Sachen, die sich dort rangeklinkt haben. Nur mal ein paar zu nennen, zum Beispiel die Chaosvermittlung, ne, Feldtelefone werden da angebunden, lustige Sachen. Es gibt Spiele, Chatsysteme, Partnerbörsen, also wir haben alles Mögliche schon gesehen. Ihr findet auch im Wiki vom Kongress, wenn ihr da mal sucht, auf der POC-Seite so ein paar einschlägige Nummern, die man mal wählen kann, bis hin zur Witze-Hotline. Genau, die Hardware ist bei vielen zu Hause vorhanden, das ist eben auch total super. Man muss nicht was Neues kaufen, wie zum Beispiel eben bei Funk müsste man sich ein Funkgerät kaufen. Und in der Zukunft wird es auch immer wichtiger, oder was heißt in der Zukunft, ist eigentlich Quatsch, im Prinzip ist es ja heute schon wichtig, dass man vertrauenswürdige Infrastruktur hat. So einer Gruppe aus dem Chaos-Umfeld vertraut man vielleicht eher noch Kommunikation und Infrastruktur an, als jetzt einem fremden Anbieter. Und das ist eben auch so ein Punkt, der immer wichtiger wird. So, was ist eigentlich unsere Motivation genau? Infrastruktur ist schön, macht aber sehr viel Arbeit. Das ist so. Und warum machen wir das jetzt wirklich? Wie ihr wisst, wir sind das Phone Operations Center, wir müssen immer ganz viel arbeiten auf den letzten Kongressen. Ja, Kabelsalat ist gesund, ne, Telefone Wochen vorher anmelden und so weiter. Und sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich sind wir ja schon so ein bisschen faul und haben keinen Bock und wir wollen eigentlich Party Operations Center werden. Und das heißt, wir können uns nicht so viel mit irgendwelchen technischen Kram oder User Support oder irgend sowas beschäftigen. Ist einfach zu wenig Zeit. Und vielleicht wollen wir auch mal einen Vortrag wirklich in echt, in live sehen und nicht erst im Januar dann zu Hause aus der Konserve. Also haben wir mal aufgeschrieben, was ist eigentlich genau das Problem, ne, um das mal auf der Metaebene zu sagen, zu viel Arbeit, Punkt. Und die Lösung ist, wir brauchen irgendwie ein neues System, was, wenn es geht, alles alleine macht oder möglichst viel. Und da haben wir ein paar Rahmenbedingungen rausgearbeitet. Wir haben genau ein Jahr Zeit gehabt, vom 34. bis zum 35 C3. Wir hatten kein Geld und der Umfang war unklar. Und da ich viel so mit Managern rumhänge, habe ich da ein paar coole Tipps gelernt. Nämlich, wenn genau diese drei Sachen erfüllt sind, dann macht man das agil. Das ist jetzt so das neue Buzzword. Und wie geht agil? Die meisten wissen das von euch, das ist voll einfach. Man geht in einen Laden, kauft sich ganz viele Klebezettel und macht Meetings im Stehen. So. Und dann ist das im Prinzip eigentlich schon fertig. Und genau das haben wir gemacht, Klebezettel gekauft, Meetings im Stehen und schwuppdiwupp hat das funktioniert. Ja, Spaß beiseite. Ein bisschen ist so mein Bildungsauftrag hier für diesen Slot, dass jeder von euch so ein bisschen mitnimmt, wann benutze ich eigentlich agile Methoden, wann macht das Sinn und was bedeutet eigentlich MVP. Also genau die zwei Sachen würde ich gerne ein bisschen besser erklären und da mehr Klarheit schaffen. So, dann gibt es hier diese hervorragende Zeichnung. Wenn ihr meine Schrift nicht lesen könnt, gar nicht so schlimm, ist auch nicht so wichtig. Tonspur ist wichtiger. Hier vergleiche ich mal ganz grob den traditionellen Ansatz und den agilen Ansatz. Und der Unterschied ist im Wesentlichen, im traditionellen plane ich alles komplett vor, Stichwort Pflichtenheft. Ich definiere alles bis zu Ende und fange dann an. Das heißt, der Scope, ne, der ist fix
Und bei der Agilität ist das genau andersrum, dieses das Dreieck, nämlich das Wertgetrieben, Kosten und das Startdatum oder Kosten und Zeit, die sind fix und der, ich soll den Laserpointer nicht benutzen, der Scope, der ist variabel. So, das heißt, Scope-Autonomie für das Team. Also das Team, was entwickelt, entscheidet, was entwickelt wird. Und was entwickelt wird, entscheidet sich daraus, was hat den größten Nutzen. So, und da muss man überlegen, was waren unsere wirklichen Schmerzen. Und jeder, der ein Dektphone auf anderen Veranstaltungen benutzt hat, weiß, größter Schmerz war einfach diese Anmeldung, weil das mega lange gedauert hat. Sascha hat das ja auch mal kurz gezeigt. Mehrere Tage manchmal waren diese Slots. Und das lag daran, mit der alten Anlage konnten wir immer nur ein Mobilteil pro Zeitslot, pro Antenne oder an einer Antenne anmelden. Also das heißt, es ging nicht an zwei Antennen anzumelden, es ging nicht mehrere gleichzeitig anzumelden, das war technisch einfach nicht vorgesehen, unmöglich, man konnte das nicht aufbiegen und wir haben mal gemessen, wenn ohne Zwischenfälle so ein Telefon registriert wird am Helpdesk mit einem Registrierungsengel, dann dauert das so ungefähr eine Minute. Ihr könnt euch auch ausmalen, naja, ohne Zwischenfälle geht halt nicht immer, keine Ahnung, das klappt vielleicht in 80% der Fälle so, Pareto, und bei 2.500 Telefonen sind das eben 2.500 Minuten und das sind so ungefähr 42 Stunden. Da ist der Kongress rum oder zur Hälfte. Und natürlich haben wir diese Zahl auch ein bisschen noch nach unten gezogen, indem wir quasi Orga-Telefone vorregistriert haben und so weiter und die mitgebracht haben. Aber im Wesentlichen, das hat nicht mehr skaliert. Das war quasi am Ende dieses System und wir mussten ein Tokensystem neu entwickeln. Tokensystem bedeutet, wer es schon benutzt hat, kennt es, ihr registriert eure Nummer wie gehabt und ihr habt einen Token und ihr bucht euch einmal in das Decknetz ein an irgendeine Antenne, die irgendwie Decknetz hat und dann tippt ihr den Token ein, fertig. Ihr müsst nirgendwo mehr zu einem Helpdesk, ihr müsst euch nirgendwo anstellen, ihr könnt das einfach machen und es funktioniert. Weitere Schmerzen, die wir hatten, neben der Anmeldung war die Modularität und der Transport, das heißt, Sascha hat es auch erzählt, ne, die alte Französin war ein ganz schönes Schwergewicht und die mussten wir immer durch die Gegend fahren und tragen und es war mega schwer und wir haben immer einen LKW mit Equipment dabei gehabt, ganz viel Kabel, weil wir sehr, sehr viel Kabel einfach neu installieren mussten, was dann zum nächsten Punkt kommt, Installation, die war auch wirklich, wirklich schwierig, weil wir eben nicht selten bestehende Verkabelung nutzen konnten, mussten die umpatchen, mussten dort ganz viel dokumentieren und das war fehleranfällig und wir haben manchmal, keine Ahnung, 5, 6 Hops gehabt zu irgendeiner Antenne, dann ging es nicht, dann muss man mit diesem Klingeldingens da durch und wir sind mit mehreren Leuten ganz viele Tage Arbeit, immer weit vor Weihnachten anreisen, ist alles nicht mehr, wollten wir auch nicht. Dokumentation, genau, hatte ich auch gesagt, schwierig, mehrere Meta HVT-Plan. HVT ist der Hauptverteilerraum und da gibt es dann eben einen entsprechenden Masterplan und da muss immer zentral alles eingetragen werden. Ihr wisst, Zentralität, blöd. So, Skalierbarkeit war auch so ein Ding. Ne? Die alte Anlage war wirklich, wirklich am Ende und auch wenn es viele, die uns das gesagt haben, nicht gemerkt haben, am Ende des 34C3 oder den 34C3, den haben wir echt mit Superschweiß auf der Stirn irgendwie überstanden, weil wir um diese Anlage herumstanden und irgendwie gebetet haben, lass diese Veranstaltung zu Ende gehen, ohne dass hier alles hinfällt. Wir mussten sie 4-mal neu starten, weil wir Parameter ändern mussten, die man zur Laufzeit nicht ändern konnte und. Also sie war wirklich, wirklich am Ende mit 2.500 Nebenstellen. Es gab keine Niederlassungen in Anführungsstrichen. Das heißt, man konnte jetzt mal angenommen so ein Chaos-Treff oder ein Hackerspace oder ein Hotel anbinden, ging nicht. Man hätte einen Anlagenteil dorthin bringen müssen, aufwendig verkabeln. Heute geht das über VPN. Da gibt es inzwischen Lösungen, an denen wir arbeiten. Da funktionieren auch schon erste Sachen. Gruppenkonfiguration from hell. Eine Person von uns hat einen Tag lang die Gruppen konfiguriert vorher, weil man das mit einem übelst krassen Textkonsolen-Dingenskirchen mit kryptischen Tastenkombinationen schlimmer als VI, wird auch sonst nirgendwo anders benutzt. Also man kann nicht mal sagen, es ist wie so und so. Also war sehr, sehr aufwendig und keine gern genommene Arbeit. Neue Features konnte man nicht so wirklich implementieren, ne? Closed Source.
Und die Transparenz ließ zu wünschen übrig, Statistiken gab es nicht wirklich. Wir haben eigentlich gar nicht so richtig gesehen, wie viele Leute benutzen das, wie viele Gespräche, wo gibt es Probleme, was wir heute machen können. Wir gucken uns an, an dieser Antenne, da sind ständig viele Leute, hängen wir noch eine daneben, dann skaliert das wieder. Alles nicht so wirklich möglich gewesen. Und dieser Pfeil nochmal, nicht den Laserpointer benutzen, dieser Pfeil, ganz, ganz wichtig, Priorität, ne? Eins nach dem anderen, Fokus, das Wichtigste anfangen, zu Ende bringen oder liefern. Es muss nicht die beste Lösung sein, Hauptsache es funktioniert. Und dann die nächste, nicht alles mit einem Mal anfangen, dann wird es langsam. Und da kommen wir nämlich zum Thema MVP. Minimum Viable Product. Minimal überlebensfähiges Produkt. Exemplarisch, Holzlatte an die Wand, Schrauben rein, Kammernschlüssel, Handtuch anhängen. Das funktioniert erstmal. Das kann man quasi anbringen. Es ist keine abschließende Lösung unbedingt, ne? Aber die wertvollsten Funktionen, die müssen umgesetzt sein. Nicht irgendwie, wie man das manchmal kennt. Man macht hier sozusagen so, ne, die Goldklinge und ganz toll und die Haken und noch Kettchen daran, dass man die Handtücher anhängen kann. Und dann merkt man, scheiße, der Schlüssel, den kann ich da gar nicht anhängen. Und ja, so eine Entwicklung sind dann manchmal teuer. Und genau das sagt es eben nicht, ne? Schnell User-Feedback irgendwie. Wie kriegt man das auf den Markt mit dem handlungsrelevanten Feedback? So, wie haben wir das jetzt gemacht? Zeitlicher Ablauf, das Q-System, Wertemarkensystem aus dem 34C3, vielleicht hat das jemand miterlebt, ne? Knopf drücken und dann kommt ein Kassenzettel raus. Und, ja, warum kommt denn hier kein Kassenzettel raus? Ah, jetzt. Tada! Genau, so war das. Und, dann hatte man diesen Zettel mit dem QR-Code, konnte man scannen, sah man, wann man dran ist und so weiter und so fort. MVP ist eine Lösung, wo man auch mal sagen kann, gut, die schmeiße ich weg. Das muss nur erstmal besser sein als vorher und das war's. Wir hatten keine langen Schlangen mehr, aber so richtig befriedigend war es nicht, weil es war eben eine Veränderung erster Ordnung. Das heißt, wir haben das bestehende System versucht nochmal zu optimieren, hat nicht geklappt. Also Änderung zweiter Ordnung, ganz neu auf der grünen Wiese anfangen. Eine neue Hardware, neue Software und im Februar haben wir schon gesehen, hier 1. Februar, Antennen an unterschiedlichen Orten miteinander verbunden. Juhu, wir haben es geschafft, es geht. Man konnte sich selber registrieren. Geilo, wir sind die Helden. Da haben wir aber leider die Rechnung ohne die Gleichzeitigkeit gemacht. Nämlich, wir haben gesagt, oh, mit dem System fahren wir zum Easter Hack, machen da Self-Register, ganz geil. Und das hat leider nicht so gut funktioniert, weil zu Hause hat jeder immer nur ein Telefon mal registriert nacheinander und auf dem Easter Hack kam es zum ersten Mal vor, dass mehrere Leute zum selben Zeitpunkt registrieren wollten und dann ist die Anlage hingefallen. Das heißt, wir haben viel gelernt, haben diesen Bug behoben und dann dachten wir, wie testen wir es nochmal? Also haben wir alle Leute per Telefon und überhaupt Hausdurchsage informiert am 1. April, dass wir nochmal alle Telefone deregistrieren und sich bitte nochmal alle neu registrieren müssen. Das klang so. Hallo, hier spricht EventFound mit einer wichtigen Information. Wir möchten dein Decktelefon um 16 Uhr vom System abmelden und bitten dich, dann dein Telefon erneut zu registrieren. Wir machen das, um auf diesem Event die in den letzten Tagen implementierten Bugfixes in der Selbstregistrierung zu testen. Dies gibt uns wertvolle Informationen, die auf großen Events wie zum Beispiel dem Kongress helfen, schneller viele Geräte zu registrieren. Diese Ansage kannst du unter der Rufnummer 2000 erneut anhören. Dies ist keine Übung. Vielen Dank. Event von Stay Connected. Das ist ein Dreck. Wer denkt sich denn immer nur so einen Scheiß aus? Ja, das wurde dann auch mit einem Lächeln entgegengenommen von den Leuten und alle haben sich nochmal registriert und wir haben gemerkt, okay, super, unser Fix hat geholfen, es funktionierte und wir waren ein bisschen erleichtert und sind dann mit dem Setup zum EMF-Camp nach England gefahren. Dort gab es keine Probleme. 700 User haben sich da erfolgreich registriert, haben telefoniert, alles cool, draußen auf dem Acker. Und dann hatten wir so ein
gutes Gefühl, damit jetzt hier sozusagen zur Master-Veranstaltung, zum Kongress zu kommen. Und da sieht es so aus, am Tag minus 4 war DECT schon online. Man konnte sich mit der ersten Antenne anfangen zu registrieren. Ab Tag minus 3 hatten wir eine Basisabdeckung. Und dann seht ihr ja die Zahlen, ne? 50 DECTs am 23. über 100 zu Weihnachten dann schon, 255 und dann knallte das hier richtig, als die Leute kamen, 1800 und jetzt sind wir schon auf über 3300 DECT-Telefonen, die tatsächlich einfach live sind und es wurde nicht ein einziger Engel benötigt zum Registrieren. Es hat einfach so funktioniert und wir konnten so Sachen wie einen Vortrag vorbereiten. Ja, ganz kurz noch dazu, ne, wir kann jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ganz, ganz viele Zeilen, neuer Code, mehrere hundert Commits und an dieser Stelle vielleicht nochmal bitte kleinen Applaus für unsere coolen Developer, die nämlich alle dort in der Ecke stehen. Und die auch immer noch eigentlich jeden Tag mehrere Fixes und Features shippen. Also während der Kongress hier läuft, wird die Anlage immer besser und wir deployen eigentlich minütlich. Was ist im Moment fertig? Ganz, ganz kurz. Ne? Also Frontend, Backend, alles neu. Selbstregistrierung funktioniert, haben wir erklärt. Guru 3, Generic User Registration Utility, ist quasi diese Oberfläche, wo man seine Nummern registrieren kann. Mit dem Fokus auf Self-Service, ganz wichtig für uns. Nebenstellenverwaltung funktioniert. Man kann sich inzwischen auch einfach eine zufällige Nebenstelle generieren lassen. Man kann alle Nebenstellen sich auflisten lassen, die es noch gibt, um zu gucken, ja, ist da vielleicht noch irgendwas mit einer 23 oder 42 frei. Es gibt eine Gruppenverwaltung, die man selbst machen kann. Ne? Jeder von euch kann sich eine Callgroup anlegen, kann dort andere einladen. Wenn man die Nummer anruft, klingen alle Telefone. Ganz praktisch, das wird natürlich auch von Security, Cert, Lager und so weiter benutzt. Könnt ihr alles so machen, ohne dass wir da irgendwas tun müssen. Alle Ansagen wurden geändert, automatisiert eingesprochen. Netzansagen, dass die Teilnehmer nicht in Reichweite sind, dass es fehlende Berechtigungen gibt und so weiter. Nicht einfach nur so Besetzzeichen, sondern immer klare Ansage, was ist genau das Problem, um da den Umgang einfacher zu machen. Es gibt Hotel-DECT, wir haben im Achat oder Achat, weiß nicht, wie man es ausspricht, Hotel, haben wir eine Antenne, dann im NH mehrere Antennen, die angebunden sind. Also das funktioniert ohne Probleme. Also man kann auch sich im Hotel registrieren und telefonieren in die Veranstaltung rein und zurück. Ein Telefonbuch haben wir komplett neu geschrieben, inklusive LDAP-Anbindung. Also das funktioniert auch. Und wir haben ein ganz neues Support-System, wo Twitter, Telegram, Webchat und E-Mail Nachrichten alle zentral eingehen und wir eben dann, je nachdem wer gerade Zeit hat, kann als Agent diese Sachen bearbeiten. Weniger Missverständnisse, weniger Kommunikationsaufwand. Zusammenfassung, MVP, Priorisierung, ne? Also wichtig, hart priorisieren, fokussieren, ein Thema auf einmal, nicht mehrere Sachen parallel anfangen, ne? Immer bauen, shippen, nächstes, verbessern. Das ist tatsächlich wichtig und was wir auch in unserem Team sehr schön sehen können, ist Freiwilligkeit und sinnstiftend ist über Umfeld. Das muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Ich arbeite nur so in diesem Umfeld, wo man irgendwie versucht, da so Unternehmen agil umzustricken und Organisationsentwicklungen zu machen. Und da ist es ganz oft so, dass man versucht, mit Kicker, mit Schwimmbad, mit Tennisplatz, mit was weiß ich, toller Kantine, hast du nicht gesehen, seine Mitarbeiter zu motivieren und zu sagen, hier, ich baue dir ein geiles Umfeld, ist wichtig, aber ganz persönlich sage ich, stimmt nicht. Freiwilligkeit und sinnstiftend ist viel wichtiger, weil wenn die Leute sehen, wenn ich das baue, dann helfe ich irgendjemandem damit, dann ist das für den einfacher. Das ist eine viel größere Motivation, als wenn ich sagen kann, ja, ich habe jetzt einen Arbeitgeber, ich baue jetzt zwar irgendwie Panzer, aber ich habe irgendwie eine Rutsche oder so. Ne? Also das ist, das kann helfen, aber als erstes Freiwilligkeit und sozusagen das Wissen, ja, das, was ich da tue, das bringt irgendwem was.
schnell Wertvolles liefern, ne? Also nicht lange dran rumbauen, auch eben, wie wir das auf dem Easter Hack erlebt haben, gern auch mal hinfallen, war jetzt ein bisschen peinlich, dass irgendwie die Registrierung immer auf die Nase gefallen ist, aber am Ende mit einem Augenzwinkern ist das dann auch ganz lustig geworden. Und ja, testen, 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 alles, was ihr raushaut, probiert es, gibt es Leuten, die vielleicht auch keine Ahnung haben, die machen manchmal lustige Sachen damit. Und ja, zum Thema MVP, keine Angst, sowas auch mal wegzuwerfen, ne? Wie auch unser Queuing-System, ne? Das ist halt einfach Hardware und Software hat genau für die 4 Tage gereicht und seitdem wird es nie wieder benutzt. Und es muss eben es muss besser sein als vorher. Genau, und auch hier seht ihr noch, ach so, dieses tolle, nicht doch den Laserpoint, da ist die, dieses Foto, genau, das war unser allererstes Dashboard, nicht wie wir es heute haben, dashboard.eventphone.de, toll, shiny, sondern wir haben das halt von Hand gebaut mit Klebezetteln und man konnte da den Status von allen Diensten eben ablesen. Genau, so, dann wäre ich quasi mit meinem Teil hier auch soweit durch. Vielen, vielen Dank. Und jetzt seid ihr dran. Mit Fragen. Ja, wir können gerne auch hier ein paar Entwickler auf die Bühne holen, damit wenigstens irgendjemand Ahnung hat. Kommen alle mal, die jetzt irgendwie tatsächlich auch da sind vom POC und einfach mal hier hin und noch mal, bitte nochmal einen Applaus für unsere Leute. So, ich glaube, das Fragenmikro befindet sich gerade da oben. Das heißt, wer Fragen hat, das geht immer weiter noch. Wer Fragen hat, würde ich sagen, einfach Hand heben und dann. Da vorne gibt es eine Frage, ja. Ja, moin auch. Grüße euch, Andreas Salam. Sag mal, könnt ihr was zur Technik dahinter sagen, auf was für eine Technik ihr das Ganze entwickelt habt und. Ist das Ganze Open Source oder wie ist das ja zu sehen? Ja, kann ich was zu sagen. Also die Technologie für das Deck-System ist basierend auf dem Hersteller MyTill. MyTill ist jetzt praktisch in der Lage, das per API zur Verfügung zu stellen für uns und alles, was wir darum herum haben, also Provisionierung und Call-Routing und das alles haben wir halt selber dran gebaut als Telefonanlage. Also Softswitch benutzen wir Yate. Genau. Yate. YATE. Genau. Ist das okay? Das ist eine ganz alternative Software, genau. Also das ist genauso zu sehen wie Asterisk oder das FreeSwitch, aber es ist halt nicht Asterisk oder das FreeSwitch ist halt Yate. Genau. Open Source war noch. Ja genau, Open Source. Kurze Frage zur Historie. Es gibt ja, früher gab es Guru 2, jetzt Guru 3. Was war Guru 1? Es gab tatsächlich ein Guru 1, das habe ich so damals noch selber geschrieben, so mit PHP, ihr kennt das irgendwie so im Keller. davor gab es aber sogar, man kann sagen, Guru 0, das haben wir auf dem Camp 2003 benutzt. Das war tatsächlich ein Wiki, wo jeder drin schreiben durfte. Das war Krieg. Was kosten die Basen pro Stück, die ihr benutzt? Das ist ganz lustig, dass die Frage kommt. Wir haben da im Januar, als wir getestet haben, geguckt, was man so kriegen kann und was es für Hersteller gibt. Haben dann gesagt, naja, wir probieren mal was von der Firma, wir probieren mal was von einer anderen Firma und halt unter anderem auch von MyTell. Da lagen die Preise noch so bei 50 bis 60 Euro von den Basisstationen. Dann haben wir über 5, 6, 7 Monate bis jetzt eBay radikal leer gekauft. Aktuell liegen sie so irgendwie über 120 Euro. Also eBay scheint das offensichtlich ganz gut mitzubekommen, was denn so der aktuelle Preis ist, den man dafür verlangen kann und was das POC dafür bereit ist zu zahlen. Aber ich denke, das wird auch nächstes Jahr wahrscheinlich wieder ein bisschen abebben, weil jetzt haben wir erstmal genügend Antennen für dieses Event. Und da sind auch in der Zukunft noch Sachen geplant, dass man zum Beispiel das EPVPN, was wir ja haben, was ja dieses Dauerevent ist, dass wir das auch noch auf DECT umbauen. Das wollten wir dann EP-Roam nennen. Und dann kann sich jeder Hackerspace oder jeder zu Hause so eine DECT-Antenne hinhängen und kann einfach mit seinem EPVPN telefonieren. Alle Freunde, die vorbeikommen, können mit ihrem EPVPN DECT telefonieren. Das ist so der Plan für die Zukunft, um mal so einen kleinen Ausblick zu bringen. Ich dachte, wir wollten das Deutschland DECT nennen. Nein, das soll ja auch außerhalb von Deutschland gehen. Außerdem sind wir nicht das lila Tee. Hallo, hallo. Welche Audio-Codecs unterstützt ihr denn hardware-seitig? Vom Netz aus.
Also momentan benutzen, also unterstützt die DECT-Hardware G729, PCMA und PCMU. Wie weit skaliert denn das DECT? Wie viele Teilnehmer schafft ihr denn? G711 habe ich übrigens noch vergessen. Ja, weißt du auch. Was? Wie viele Teilnehmer? Nee, die Frage war, wie das skaliert. Gut. Und Thomas behauptet 10.000. Wir können das gerne testen. Bringt mehr DECT mit. Ja, kauft mal mehr DECT. Ach so, ja, bald sind übrigens die Rufnummern alle. Wir haben jetzt, also wir sind, glaube ich, noch im vierstelligen Bereich, aber im ganz, ganz unteren vierstelligen Bereich, so irgendwie was bei 1.000 freie Rufnummern. Wir haben gesagt, wenn wir 500 freie Rufnummern nur noch haben, dann müssen wir was ändern und das werdet ihr dann sehen, wenn das passiert, was wir ändern. Emoji-Rufnummern, jawollo. Ich hätte auch noch eine ernsthafte Frage, und zwar sieht man hin und wieder die Siemens DECT Engine MD32, das ist so ein ESP32 des DECTs quasi, nur aus einem anderen Jahrzehnt. Das Ding kann sowohl Basis als auch Client, ist halt nur was in einem Router oder so eingebaut wird. Ich habe bisher noch keine Spezifikationen dazu wirklich gesehen, das spricht ein AT-Protokoll. Ist euch das schon mal untergekommen? So direkt noch nicht. Also es gibt irgendwie auch nicht besonders viele Hersteller von DECT-Chips. Es gibt irgendwie Dialog Semiconductor aus Deutschland. Weil das ist, dieses Siemens-Modul ist relativ alt, davon gibt es aber irgendwie Restbestände wie Sand am Meer um 5 Euro das Stück. Okay. Und das hat ein relativ einfaches serielles Protokoll, nur das Protokoll habe ich bisher dazu noch nichts gesehen. Ist uns noch nicht untergekommen, nee. Erstmal danke für eure wunderbare Arbeit in den letzten Jahren. Es gab ja immer wieder das Problem, dass manche DECT... Genau. Vielen Dank. Dass die DECT-Telefone nicht unterstützt wurden, ist, hat sich das neue System geändert. Es ist mehr weitere Verfügbarkeit für ein Telefon? Ja, also wir haben ein paar Telefone, die gehen jetzt tatsächlich. Wir hatten immer so ein paar Kopfschmerzkandidaten, die nie gingen. Die gehen jetzt auf einmal. Das hängt, wie gesagt, damit zusammen, wie die Hersteller GAP implementieren und natürlich auch, wie dann der Hersteller Mitel das GAP implementiert und wie das zusammenpasst. Die sind sich manchmal nicht ganz einig und es gibt da irgendwie so Auslegungssache. Offensichtlich haben wir jetzt in den letzten Wochen festgestellt, dass da ein gewisser Hersteller, Fritz Phone, das anders auslegt, als wir das gerne hätten und dann funktioniert es halt nicht. Da sind wir aber immer noch dran. Ja. Noch irgendwelche weiteren Fragen? Hier vorne noch? Ja, früher war ja die Anmeldung klassisch, dass immer nur ein Gerät angemeldet werden konnte. Wie funktioniert denn das jetzt im Hintergrund, dass quasi jedes Gerät sofort eingebucht ist und dann die Zuordnung? Ja, also diese Mitel-Lösung, die hat einen sogenannten Open Mobility Manager, der koordiniert alle Antennen. Ja? Also alle Antennen melden sich dort und die werden von dem gesteuert. Und das kennt zwei Entitäten, das eine sind Benutzer und das andere sind Devices. So, und es gibt in diesem Konstrukt einen Modus, der dafür sorgt, dass neue Devices erzeugt werden, wenn sich jemand registrieren möchte. So, ein Device kann aber ohne Benutzer nicht leben. Das heißt, es gibt dann halt das Device, kann aber nicht telefonieren, weil es kein Profil hat, also kein Benutzer. Und wir reagieren jetzt praktisch mit einem Stück Software, was wir selbst geschrieben haben, auf ein Event. Das heißt, es gibt so eine API, an der kann man sagen, ich subscribe jetzt auf neue Geräte. Kriegt man eine Nachricht, wenn sich jemand subscribed hat. Und darauf kann man reagieren und ein neues Benutzerprofil erzeugen. Das machen wir, das sind diese DECT-Temp-Profile. Und das wird in Echtzeit dann darauf gebunden, auf die Rufnummer, nachdem es angemeldet ist. Und wenn man dann praktisch diese Temp-Nummer hat und man ruft den Tor an, dann wird ein neues Profil generiert und da wird dann die Nummer drin abgelegt. Genau. Also um das mit diesem Temp-Nummer zu erklären, wenn ihr quasi, also die Telefone funktionieren nicht einfach so, sondern ihr müsst schon einfach diesen Anmeldeprozess einmal starten, dann wird einfach nur viermal die Null eingegeben, um sich mit dem Netzwerk einfach mal so nackt zu verbinden, dann ist man in dem DECT-Netzwerk drin, hat dieses temporäre Profil mit einer viel zu langen Rufnummer, sechsstellig in der Regel, und mit der kann man dann schon telefonieren, aber niemand will ja irgendeine Random-Nummer haben, und mit der Eingabe des Tokens ist dann eben das, was Thomas sagte, wird dieses Profil nochmal gewechselt in das
korrekte mit deiner vierstelligen Nummer oder je nachdem, was du eben dann für eine Nummer da registriert hast, und die wird dann damit verbunden. Das ist so, genau. Hier vorne nochmal. Ist das beim GSM dasselbe Tokensystem? Das gab es ja schon letztes Jahr. Ja, genau, das ist vom Prinzip das, oder? Dann sagst du. Ja, was hast du sagen? Also das GSM hat in den letzten Jahren praktisch einen großen Daemon benutzt. Dieses Jahr sind das ganz viele kleine. Und da gibt es einen, das ist so ein HLR. In der Vergangenheit hat das GSM unsere Tokens gepollt, das selber ausgeführt. Und jetzt haben wir das vereinheitlicht, dass das genauso wie DECT funktioniert. Das heißt, am Anfang stehen in dem HLR alle SIM-Karten drin mit allen Daten. Und die haben alle eine Nummer, die in diesem temporären Bereich liegt. Und wenn man jetzt aus dem GSM-Netz das Token, diesen Token-Service anruft, dann nehmen wir den Anruf an, gucken den Token nach, und wenn der okay ist, dann kommt unsere Software und schreibt in dem HLR die Nummer um. Und dann hat er die neue Nummer. Weitere Fragen? Irgendwas unklar? Ansonsten könntet ihr auch gerne alle dann morgen Sachen anmelden kommen oder so oder Support machen. Ich hatte mal was gehört, dass ihr irgendwie da dran seid, dass die Decks automatisch irgendwie registriert bleiben zum nächsten Event, dass ihr was habt. Seid ihr da dran? Da sind wir auch dran, ja. Das ist jetzt so eine Goldklinke, die konnten wir jetzt dieses Event noch nicht liefern. Genau, wir mussten erstmal Klingeltöne, also Ringback-Tones machen, dass man MP3s hochladen kann, wenn man, damit das blöde Freizeichen weggeht. Das wäre erstmal wichtiger. Nein, also wir sind da auch noch dran, das wird es auch noch geben in Zukunft. Man wird dann eine Übersicht über die DECT-Geräte bekommen, die man auf so ein Event geschleppt hat, die dann einmal mit einer kurzen Nummer bei uns im System waren. Die werden dem Benutzer zugeordnet, dann kann man den Namen geben und dann kann man im nächsten Jahr sagen, das Gerät bitte auf die Nummer, das Gerät auf die Nummer, und dann muss man nur noch hier hinkommen und es geht los. Das ist der Plan, TM V2. Da vorne ist auch noch eine Frage. Ja. Könnt ihr sagen, wie viele Antennen ihr jetzt hier im Einsatz habt und gibt es dafür ein technisches Limit? Wie weit könnt ihr da skalieren? Steht auf dem Dashboard auf jeden Fall. Technisches Limit sind meines Erachtens irgendwie 4000, glaube ich. Also das ist das Limit, glaube ich, an maximalen Antennen. Man unterscheidet dann halt, ob die in einem Cluster sind. Also man kann so sogenannte Cluster bilden. Und in dem Cluster wird diese Zeit immer synchron gehalten. Das heißt, ich kann mich dann im Cluster frei bewegen und es gibt ein seamless Handover, während ich telefoniere. Und wenn man jetzt ein Cluster betrachtet, dann ist das Limit für das Cluster geringer. Ich glaube, das sind irgendwie 128 oder sowas. Und man kann aber in Summe 4000 betreiben und da muss man diese Cluster halt trennen. Und wenn man die Cluster trennt, gibt es kein Handover mehr, aber ich kann trotzdem roamen. Genau. Und wie viel sind gerade, wie viele hängen gerade? 60. Ja. Also wenn ihr auf dashboard.eventphone.de geht, unten links die Zahl, die zeigt an, wie viele Antennen gerade online sind. Ist noch eine Frage okay? Für euch? Ja, wir haben bis 50. Genau, also noch 5 Minuten haben wir jetzt. Okay, mal gucken. Wir entwickeln gerade gemeinschaftlich mit einer ganzen Reihe Gemeinschaften auf dem Lande für größere Territorien entwickeln wir gerade eine Telekommunikationsgesellschaft, die auf Gemeinwohl basiert, also telecommons.org, wen es interessiert. Und da haben wir gerade das Problem, dass wir für einige Territorien so über 40 Gebäude und so die Anlageninfrastruktur machen wollen. Meint ihr, das könnte man damit realisieren? Ja, ich denke schon. Also wir haben verschiedene Setups ja jetzt über so eine VPN-Lösung ausprobiert im Hotel und sowas. Das funktioniert problemlos. Ja. Könnte ich mit euch zusammenarbeiten da? Hättet ihr Bock drauf, euch damit zu beschäftigen? Also da können wir uns sicherlich darüber unterhalten. Ja. Mache ich sehr gerne. Danke. Sicher. Ach genau. Man sieht jetzt hier diesen sogenannten Sync-State-View. Da haben wir mal eine Karte gebaut. Diese Karte, die wird jetzt praktisch im Browser dargestellt und die bedient sich der Daten, die wir über die Antennen aus diesem OM heraus lesen. Ja, der kennt alle Antennen, der redet ja mit denen die ganze Zeit. Und man sieht jetzt mit den Linien dann, wie sehr sich diese Antennen gegenseitig sehen. Weil wir haben gerade gesagt, ein Cluster hält Sync gegenseitig für die Zeitschlitze. Und das stellt jetzt diese Sync-Verbindungen zwischen den Antennen dar. Das heißt, jede grüne Linie bedeutet, eine Antenne sieht eine andere. Und je dicker, desto Sync. Ja, je grüner, desto Sync. Ja. Genau. Ja, je dicker, desto höher die Feldstärke.
Genau dazu ist meine Frage. Synkt es über Over Air? Ja. Also die Basen müssen nah genug zu sein, ja, dass sie sich sehen, so wie ja, bei anderen. Bei der Sync geht relativ weit runter, ich glaube bis minus 89 oder so. Ja. Wenn man in diesem Hotel deckt, also im NH-Hotel haben wir ja Antennen, die sind ja, ich kann mal kurz rauszoomen, so gefühlt sind die jetzt irgendwo hier so, da ist irgendwie so das NH. Und wir können die Antenne in verschiedene Sync-Cluster packen, also wo die versuchen, gegenseitig sich zu sehen und wo die versuchen, Sync aufzubauen, damit man auch abgesetzte Sachen betreiben kann. Weil eine gewisse Anzahl Antennen hält halt das Quorum und wenn man jetzt irgendwas irgendwo anders dazu schmeißt, kann es halt sein, dass das Original wegfliegt, weil er meint, ach, hier ist aber schöner, machen wir hier mal das Quorum hin. Deswegen, wir haben das mal getestet und haben halt hier ein paar Antennen deployed im Hotel und haben die in denselben Sync-Cluster geschmissen wie die komplette Messe. Und wir haben so Verbindungen zum Beispiel von der Messe aus nach hier oben zur Außenantenne in der Camping Area. Die Antenne konnte irgendwie 4 oder 5 Antennen hier in der Glashalle sehen. Also da geht schon echt einiges. Das ist nicht besonders stabil, deswegen haben wir das auch wieder umgebaut, weil da reicht es, wenn da irgendwie ein LKW durchfährt oder sonst irgendwie irgendeiner sein Handy zu nah an die Wand hält, dann ist halt vorbei mit dem Sync. Deswegen hat das Hotel jetzt wieder eigenen Sync. Ja. Es gibt auf GitHub ein Event von Nemendas Community. Ja, keine Ahnung, es gibt so eine Gruppe Eventphone, da sind alle Repositories drin und aus dem, was wir jetzt gebaut haben, ist schon eine Menge Code rausgefallen. Das heißt, wenn man jetzt so eine Mitel-Lösung in anderen Umgebungen hat, findet ihr da eine .NET-Bibliothek, mit der man komplett mit diesem OM reden kann, um da Statistiken rauszubekommen. Da findet ihr auch einen Daemon, der Statistiken nach Graphite exportiert. Da findet man ein öffentliches Repo, in dem Issues für Guru angelegt werden können, die wir dann bewerten und umsetzen. Ja, da kann man einfach mal gucken. Ich habe jetzt mal gerade eben das Threshold runtergestellt, wo man die schlechten Verbindungen auch noch sehen kann. Jetzt sieht man tatsächlich mal, wie weit das geht. Also zum Beispiel da oben, ganz oben die Antenne hier von der Camping Area kann tatsächlich die Antenne am anderen Ende vorne am Haupteingang an der Glashalle sehen. Zwar extrem schlecht, aber sie empfängt Frames davon und kann synken. Letzte Minute. Gibt es auch noch ein paar Easter Hacks oder so ein paar coole Telefonnummern bei euch? Ja, offiziell. Mal suchen, ne? Ja, würde ich. Vielleicht 8666? Bohnen. Man weiß es nicht. Witz. Ja. Sowas halt. Man kann mal durchs Telefonbuch scrollen. Also da gibt es auch Einträge für diese lustigen Dinge. Es gibt ein paar neue. Genau, im Guru, ja, ne? Ach so, ja, wir haben noch Guru-URLs. Also wenn ihr irgendwie im Guru 3 unterwegs seid, guckt mal oben in die URL-Adresszeile. Da finden sich ein paar lustige Dinge. Da stundenlang Spaß. Ja, dann würde ich sagen, das war's. Sind wir durch. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn die Frage kurz ist, dann noch einmal kurz. Warum .NET? Warum nicht? Ja, guck mal, Thomas, das kann ich halt. Ist ja auch nicht die einzige krude Programmiersprache. Wir haben ja noch TCL im Angebot. Wir haben. Oh, das wolltest du sagen. Zu spät. Nein, also wir haben alles Mögliche im Einsatz. Also wer es nicht kennt, ein paar der wirklich spannenden Applikationen sind in der schönen Tool Command Language Tickle geschrieben. Die kommt ungefähr aus den 70ern. So sieht die auch aus, wird aber immer noch aktiv weiterentwickelt. Davon sind auch Teile Open Source auf GitHub zu finden oder man spricht mich an. Es gibt auch inzwischen 2 Leute vom POC, die diese Sprache programmieren können. Er und ich. Ich war auch vor ein paar Jahren mal bei einem Meeting, dem European Tickle, wie auch immer Meeting. Da haben sich alle 21 europäischen Tickle-Programmierer getroffen. Das ist eine Sprache, die auch Cisco für den Call-Manager verwendet. Also es ist nicht ganz abwegig, das auch für Telefonie zu verwenden. Da das hier meist ja alles Kongress-IPs sind, ist es jetzt kein personenbezogenes Datum. Sage ich mal. Nein, ist nicht. So eine leichte Statusübersicht, die ist jetzt auch Echtzeit. Also wer jetzt mal gerade sein Telefon nimmt und irgendwas anrufen möchte, dann scheint er da oben. Ja. Und ich glaube, jetzt müssen wir auch tatsächlich Schluss machen. Ne? Ja. Ja. Dann vielen Dank nochmal, dass ihr da wart. Es hat einen Riesenspaß gemacht und es freut uns auch extrem, dass wir irgendwie für euch Telefon machen können.